Reatore, ich bin gespannt. Wittere Zeile. So. Oh mein Gott. Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis, Louis, Louis. Freunde, ihr habt's wieder geschafft. Ihr seid auf unserem Channel. Wir geben uns jetzt endlich, ja. Lange haben wir gewartet. Ich habe schon die Tage im Kalender gezählt. K1 Priatore klingt auf jeden Fall nach dem nächsten Sommerhit, auf den wir schon lange warten, ja. Im Winter. Hier drin, es ist heiß. Wir haben schon Mitte November, ja. Da fehlt mir jetzt einfach ein Sommersong, den ich richtig schön durchballern kann, damit hier ein bisschen Wärme in den Raum gebracht wird. K1, was soll ich dazu sagen? Nicht so mein Fall. Mein auch nicht. Wenn der will, der kann rappen, das muss man leider sagen, aber der bringt in letzter Zeit... Das muss man leider. Das aber. Muss man sagen, aber was der immer so bringt, der bringt immer seine Standard-Sommersongs, der will hier den nächsten großen Sommerhit rausbringen, aber schafft er nicht, K1. Jetzt los, vielleicht hier Priatore. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Schaut hier gerne auf Twitch. Donnerstag 0 Uhr vorbei, wenn wir auf die neuen Songs reagieren. Ansonsten gebt doch auch unsere anderen Videos. Wir verlieren keine Zeit. Wir gehen rein. Oh, es geht episch los. Oh, jetzt habe ich Gänsehaut. Jetzt bin ich aber gespannt. Wenn mir kalt ist. Ja, genau. Jetzt habe ich Gänsehaut. Wie Gänse, ey. Okay, geht schon mal gut los. Vielversprechend. Doch nicht der nächste Sommersong. Ja, stimmt. Video schon mal geil. Jetzt hier bitte auch ein geiler Rap-Song. Bitte. Yeah, Junge, reicht mit deinem drittklassigen Shisha-Rap. Mieser Flex, bei dir ist nicht mal die Submarine echt. Was für Vivi ist, wer gut. Geht gut ab, Alter. Auf jeden Fall. Also, da freue ich mich ehrlich gesagt, von K1 mal wieder sowas zu hören. Safe. Aber was ich kurz sagen muss, er fängt an mit. Reicht mit deinem drittklassigen Shisha-Rap. Ich muss direkt an ihn denken, gell? Ich will auf die Zicker gerade Pause drücken, ohne Scheiß. Auf Mallorca und Shisha wieder. Also, K1, da musst du leider nicht reden. Doch, bis jetzt finde ich es geil, Alter. Der, ja. Sowas von K1 zu hören tut mal wieder gut, Alter. Geil. Wie ich schon gesagt habe, der kann, wenn er will, rappen, Alter. Safe, ja. Hier, yeah. Junge, reicht mit deinem drittklassigen Shisha-Rap. Mieser Flex, bei dir ist nicht mal die Submarine echt. Was für VVS, wer glaubt dir, dass du viel verdienst? In deiner Welt ist der Mess nur ein Lieferdienst. Die gleichen Formen runter. Bei dir ist nicht mal die Submarine echt, aber wisst ihr, was bei mir echt ist? Johnnys Fossiluhr. Oh, meine. Fuck, ist falsch schon. Und doch nicht. Ich kann nicht mehr leben. Meine Maserati-Uhr ist natürlich auch echt. Wichtig. Kuss. Ja, lieber billige Uhren als Fake-Uhren tragen. Richtig. Im weißen Kalinett liegt die Stadt von deiner Fotze am Kavalier. Das ist der Asi-Slang, ihr könnt uns nicht verstehen. Guck mal auf mein Handgelenk, da ist dein Citroën. Such dir studiert, doch verdeckt. Guck mal auf mein Handgelenk, da ist dein Citroën. Wilde Leine, das finde ich geil, ja. Auch wenn es ein bisschen ausgelutscht ist. Kleinwagen am Handgelenk, hat man ja auch schon gehört. Ja. Aber so als Front das zu verpacken, finde ich nice. Ja. Durch die Anzüge, wenn ich zu den fünf Festspielen nach Cannes fliege. Mann, du kaufst die Streams, bis du Platin bist. Aber Fakt ist, die erkenne ich auf der Straße nicht. Rap ist gerade zu schlecht, Bitch. Alle Ballen wieder flogen, so wie kein Mann, doch euch wirklich nicht. Jetzt wird hier aber ausgepackt, die Double-Time-Passagen, ja, Digga. So will ich das doch hören, Junge. Mann, du kaufst die Streams, bis du Platin bist. Aber Fakt ist, die erkenne ich auf der Straße nicht. Rap ist gerade zu schlecht, Bitch. Alle Ballen wieder flogen, so wie kein Mann, doch euch wirklich nicht. Geiler Flow an sich. Ja. Oh, geile Videolocation, Alter. Der hat gut Geld in die Hand genommen für das Video. Nein, auch hat geil. Das sieht hier sick aus, Digga. Dreht Videos, aber ich lebe das. Oh, auch wilde Line, ja. Ist auch geil. K1 chillt hier immer am Flieger, alleine mit seinem Auto. Wild, Digga. So, jetzt bin ich auf die Hook gespannt. Also oh, wirklich, ja. ich bin auch. Ob das jetzt eine Sing-Sang-Hook wird oder eine Rap-Hook. Ja. Ich sag Rap-Hook. Ich hoffe Rap-Hook. Videos, aber ich leb das. Wenn ich auf dem Boot bin, bringst mir deine Hoodrings, weil die so in Rot sind. Das ist Fake Love. 1000 Euro Kohle, ja, ich mache Kohle. So wie Priatore oder Neymar. Ich kaufe nie was Billiges, alles teuer. Ist es teuer, ja, dann will ich nicht sonst mehr. Fragst, woher die Sonnenbrille ist, denkst du? Weil sie voller Gold und Brillis ist. Du bist ein Diamantengold. Hook fand ich nice. Ja. War jetzt kein Abriss oder so, nein, aber war, okay. War eine solide Hook, die passt gut auf den Song. Genau. Also, was ich ein bisschen cringe fand, irgendwas, ich kauf nichts Billiges, teuer. Da sag ich auch, oh Mann, Alter. Diamantengold, Cash, Autos, Frauen, das hier ist die Reihenfolge.
Frage. Und bei dir, Bro, Autos, Frauen, das ist hier die Reihenfolge. Wichtig. Cars before Hose. So muss es sein, Alter. Wichtig. K1, wir verstehen uns, Alter. Gold, Cash, Autos, Frauen, das hier ist die Reihenfolge. Und bei dir, Bro, arbeitslos und Schweißwolke. Merkt ihr eines, mich zu battlen ist ein Big Fail. Deine Chancen sind dir noch geringer als bei Squid Game. Fick Fakes, fix auf deine Filter und auf Clickbait. Eine Up-to-Date-Line? Oh ja. Mhm, ist ein neuer Song. Deine Chancen sind dir noch geringer als bei Squid Game. Fick Fakes, fix auf deine Filter und auf Clickbait. Seit Kim K, denken alle, sie werden in Shape. Get paid, du willst wissen, wie man Schotter macht? Weil selbst wenn ich Freestyle, kostet das Marmorwände, Marmorschränke, halbe Mio, die ich in den Carport lenke. Hände, die Termine, während ich massiert werde. Satoshi Nakamoto auf dem T-Shirt, Vintage, Dompe, Flaschen sind am Leuchten. Also was ich sagen muss, was ich gerade merke, der zweite Part, ist nicht so nice. Da ist nicht so viel Abwechslung drin. Ja, genau. Der geht irgendwie monoton so durch. Ja. Also der erste Part hat mir deutlich besser gefallen. Safe. Auf der 35 Meter langen Yacht vor meinen Freunden. Sie haben gelacht, dass ich von meinem Traum erzählt hab. Du bleibst nur darüber, Mann, ich leb das. Wenn ich auf dem Boot bin, okay. Hier wieder eine Hommage an die erste, an den ersten Part. Genau, ja. Find's an sich immer geil, wenn man beide Parts mit derselben Line beendet. Ja. Dein Traum erzählt hab, du bleibst nur darüber, Mann, ich leb das. Wenn ich auf dem Boot bin, trägst mir deine Hope Rings, weil die so in Rot sind. Das ist Fake Love. Das Fake Love klingt aber nicht gut. Nee, dann ist es Neymar. Ich finde, das Neymar, da trifft aber besser den Ton als das Fake Love. Das ja, Fake Love ist irgendwie so, ist da jetzt Autotune drauf oder singt er einfach schief? Ich weiß es ja, nicht, Alter. Das ist aber nicht so geil. Das ist Fake Love. 1000 Euro Kohle. Ja, ich mache Kohle. So wie Briatore oder Neymar. Ich kaufe nie was Billiges. Alles teuer. Was ich aber auch sagen muss, ich kann Gay One. Gay One? Das war gerade aus Versehen, Digga. Das war gerade aus Versehen. Einfach Gay One. Das war gerade for real aus Versehen. Gay ich kann K1 irgendwie als Gangster-Rapper nicht so ernst nehmen. Ich auch nicht. Bei mir kommt das nicht an, wenn K1 über so... Ja, okay, Gangster-Rap ist es jetzt auch nicht. Er rappt halt einfach darüber, dass er viel Geld hat. Aber ja, trotzdem, aber dieser Vibe, den er rüberbringen will, der kommt bei mir nicht so an. Weil für mich, durch die alten Songs halt. Ja, genau. Ja. Für mich hat K1 sich das selber ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Nochmal ehrliche Meinung geben, bisschen Hate da lassen. Und los. So Leute, jetzt am Ende des Songs kann ich zu einem Fazit kommen, und zwar Song war jetzt nicht gut, also halt nicht so, wie man sagt, krasses Ding, Digga. Ja. Aber Potenzial auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, eben vorher schon, hat sich wirklich durch diesen Songs davor, diese ganzen Sommersongs, der ist echt kaputt gemacht, dass man sagt, ey, das passt voll zu ihm. Aber an sich war es eigentlich ganz stabil. Wie gesagt, erster Part war einfach wirklich besser als der zweite Part. Ja, genau. Der Part war irgendwie eher so sinnloses Rumgeflexe. Ja, war es sowieso irgendwie die ganze Zeit. Ja, erst also, besser verpackt auch. Was ich sagen muss, wenn K1 jetzt wirklich mal wieder ein, zwei Jahre dieses Street-Rap-Ding durchziehen würde, halt einfach Rap und nicht irgendwelche Sommerhits rausbringen, ja, dann könnte ich es vielleicht auch irgendwann wieder feiern und sagen, okay, K1 ist back, Alter. Aber an sich so kein schlechtes Ding, aber kommt nicht so ganz an. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Ding in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Hört euch K1 Briatore an. Und ja, das war's von uns heute hier. Das ist der letzte Song, den wir uns hier im Stream gegeben haben. Seid nächstes Mal auf jeden Fall wieder dabei. Donnerstag nachts, legit auf Twitch. Und ansonsten lasst gerne Support bei uns da auf YouTube. Wir freuen uns über jeden einzelnen Neuen, der dazu kommt. Und jetzt macht euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Oder wann auch immer das Video hier rauskommt. Perfekt. Macht's gut, Freunde. Haut rein und ciao.